sonst nehme ich meinen privaten. Hallo. Hallo. Da sind wir wieder. Wir haben jetzt ganz spontan haben wir uns entschieden, eine der weiteren Reihen, die wir mal angefangen haben, weiterzuführen, nämlich Soma. Eigentlich, oh, wir haben eigentlich falsch, eigentlich ist es ja Seemonster, wir haben das falsche Intro. Ja. Oh, das kann man aber nicht. Können wir noch schnell das Seemonster-Intro irgendwo, ich weiß es nicht, auf die Schnelle wahrscheinlich, vielleicht kurz die ganzen Matzen aus dem Regal und dann so klack, klack, klack in unseren alten Video 2000. Ja, VCS hat klack, klack. TP. Der macht dann immer dieses klack, 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 klack. Klack, ja. Klack. Okay, und klick. Study ready! Das ist immer wieder scheiße. Das ist immer wieder Intro. Super gut. Brauche ich da einen Öffner für? Wundervoll. Herzlich willkommen zu Seemonster. Wir spielen jetzt für und mit euch von Herzen Soma. Soma. Willst du kurz mal versuchen, weil ich habe es natürlich schon weitergespielt dazu, für den aktuellen Stand des Spiels zusammenzufassen, auch für Ralf, der natürlich gar keine Ahnung hat jetzt, was kommt. Ein bisschen. Folgendes ist passiert. Ich wuchs auf. Oder soll ich dir helfen? In einer armen Kremers-Familie. Nein, also wir hatten einen Unfall, das war quasi das Intro, und hatten dann irgendwie mal so Kopfschmerzen und dann sind wir zu so einem Arzt gegangen, der so eine ganz komische Methode entwickelt hat, wie er an diese Kopfschmerzen rangehen will. Und dann sind wir da hingegangen, das war schon alles ganz komisch, das Büro war völlig wie gerade in einem Umzug begriffen und wir haben uns auf so einen Stuhl gesetzt und dann hat der Arzt gesagt, ja, alles klar, kein Problem, haben so ein paar Dioden auf dem Kopf gehabt oder so, schwuppsdiwupps, gingen die Lichter aus und wir sind aufgewacht in diesem komischen, offensichtlich Unterwasserkonstrukt und das sieht so aus wie eine Forschungsbasis oder so unter Wasser und wir haben keine Ahnung, wo wir sind und wann wir sind, irgendwann in der Zukunft. Und es ist hier völlig unheimlich. Es gibt hier Gestalten. Ja, genau, die. Kannst du dich noch erinnern? Ne? Da haben wir ja aufgehört. Das war ja so ein trauriges Ding einfach, was da so rumlag. Und das haben wir wohl umgebracht. Ja, jetzt. Wir haben es getötet. Ich wollte es nicht töten. Aber irgendwie das Spiel hat es von mir verlangt, weil ich sonst nicht weiterkomme, glaube ich. Naja, und das war der letzte Stand. Und jetzt müssen wir weiter erkunden, was hier eigentlich Phase ist, weil wir wissen nichts. Also ich weiß nichts. Ich drücke einfach mal einen Knopf. Sie haben das Spiel gelöst. Was ist denn hier der Knopf drauf? Ja, und sobald der Ralf unser Passwort auch gefunden hat, dann ist er auch für euch zu haben. Euer Passwort erraten. Nö, ich nehme jetzt einfach mal meinen privaten Account und. Du bist im Chat. Was ist denn richtig? Wunderbar. Guck mal. Wie mache ich denn jetzt groß? Manuelle Bootsequenz. S1, S2. Auf das Zahnrad und dann. Simon? Normalerweise Pop-out und. Komisch. Nee. So hat es nicht funktioniert. Doch, da ist er. Da. Das kannst du ja im Vollbild genommen. Entschuldigung, ich war noch gerade. Man kann ja Sachen, das um wieder reinzukommen, kann ich dir das auch gerne nochmal sagen. Du kannst ja Sachen auch nehmen und viel drücken auch. Ich sag nicht, dass du was nehmen musst, aber genau, achte einfach immer auf die. Zack. Jetzt dödel ich das hier nämlich schön irgendwo rein. Ich glaube, das geht gar nicht mehr, jetzt wo ich das. Wir haben das ja umgebracht, indem wir die rausgezogen haben, ne? Ja, und. Ich glaube, jetzt kannst du auch nicht mehr viel machen damit. Nee, schade. Tot. Tot. Ist tot. Schau mal bitte rechts da. Ich weiß es nämlich auch nicht wirklich. Die Knöpfe. Ah, da sind sie. Da waren wir jetzt schon. Aber bestimmt irgendwelche Knöpfe und Hebel zum Betätigen. Ach, das alte Spielchen, ne? Muss man bestimmt jetzt irgendwie. Timen. Okay, warte mal. Du brauchst das richtige Feiging. Feiggefühl. Feiggefühl. Ich weiß nicht, ob Nils das hat, aber er hat es. Achtung, da. Ah, herrlich. Nicht schlecht. Ja, stimmt. Das Wesen hat die ganze Energie davon abgesaugt und deswegen konnten wir das nicht aktivieren. Und so habe ich das verstanden. I made it! You made it. Ich habe Strom gemacht. Oh, super nice. Oh, 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 oh. Shit. Ich hab über den Reaktor überreizt. Nee, doch nicht. Oh, da sind wieder irgendwelche Dampfschwaden, oder? Ja, ist schön warm da. Okay, das habe ich gut gemacht. Und genau, und das ist immer alles so auf Chinesisch oder so. Die zukünftige Weltsprache. Obwohl Englisch ist auch so da. What's happening? Hello, is there anyone there? Kann ich dir sprechen? Hey, can you hear me? Ja.
I hear you. Nee. Upslot, what's going on? I have no idea. I just sort of woke up here. In the room right now? It was like a seat with a helmet. Is that right? What's your name? I'm Simon Jarrett. And what do you... Oh, so, damn relays. Siehst du, sogar die haben ein Kraftproblem. Wir haben bestimmt E-Plus. Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in a thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Just listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Scheiße. Oh, immer... Erstmal einen Schluck Schnaps. Ein Schluck. Ist das auch eine Rocket Beans? Kipp ich jetzt mir rein. Wenn sie jetzt fallen lässt vielleicht, ja. Na, ich stelle das mal hier ab. Okay, das finde ich machen. Gut. Du bist also der seine Kaffeetassen immer irgendwo hinstellt. Ja. Nils, ja? Hier wird gefragt, was du mit dem Geld machst, das nicht für Nebenkosten rausgeht. Ich habe geschrieben, Alkohol und Frauen und den Rest verprasst er sinnlos. Ja, exakt, das ist das, was okay. Ich tue. Ich werfe das immer gerne von der Autobahnbrücke, weil das flattert ja. Dann so schön. Wusstest du, wenn du eine Münze aus dem Weltall auf die Erde schmeißt, dass sie die Geschwindigkeit eines Kometen erreicht? Aber ich habe darüber letztens was gelesen, eine Dokumentation, nein, tatsächlich was gelesen, okay. Dass selbst kleinste Teile wahnsinnig große Schäden anrichten können. Ja. Weil die halt mit so einer unfassbaren Energie runterkommen. Ja. Aber die verglühen doch im Grunde. Also im All, dass die da, wenn die in so einer Umlaufbahn sind, sicher extreme Geschwindigkeiten haben. Aber wenn die runterkommen, wenn es so ein kleines, ein Euro, verglüht ihr doch. Die Frage sollte übrigens an dich gehen. Weil ich der mit Profi bin. Kohle für Nebenkosten. Ach, für Kohle. Aber bei dir ist wahrscheinlich ähnlich. Wie gesagt, ich werfe das halt gerne. Ich habe nicht gerne viel Geld. Deswegen, wenn ich viel Geld habe, dann muss das schnell weg. So. Muss einfach weg. Pam, 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 pam. Schmeiß die Fuffis in den Club. Genau. Okay, da darf ich natürlich nicht lang, weil hier wieder Action ist. Das heißt, ich muss auch noch einmal rum oder was? Die machen es einmal auch sei doch mal nicht leicht. So. Jetzt ist, sei doch mal nicht so. Oh, da ist die Lava. Ungeduldig. Oh, das ist der Erdkern. Die haben den Erdkern angezapft. Ah, jetzt wird klar, was passiert. Deswegen sind die auch unter Wasser. Globale Stromkatastrophe, keine Energie mehr da. Die Menschheit buddelt sich ein auf der Suche nach der Energie des Erdkerns, zapft sie an, um quasi durch die Erdkernenergie die Zivilisation am Laufen zu halten. Dabei ist aber was fürchterlich schiefgelaufen. Man ist auf fremde Wesen getroffen, die so tief in der Erde gelebt haben, dass man vorher nicht mit ihnen Kontakt hatte. Und oh, jetzt muss ich mit denen klarkommen und die fressen mich auf. Das ist die Geschichte. Ich finde es sehr interessant. Soll ich dir denn in Zukunft und jetzt vielleicht auch immer sagen, wenn du falsch liegst, oder wollen wir es quasi als Mysterium behalten? Du hast gesagt, du sagst überhaupt nicht zu meinen Theorien. Gut, egal, ob sie richtig oder falsch sind, aber Attention, stand clear. Das ist schon wieder auf Englisch, aber das andere ist immer alles auf Chinesisch. Das ist ein bisschen wie, ist es nicht in Aliens auch so, dass dann teilweise auch chinesische Schriftzeichen verbaut werden? Shit. Naja, ist auf jeden Fall klar, dass wir irgendwann alle... Zockt ihr irgendwann nochmal Lovers in der Dangerous Space Time oder habt ihr das abgehakt? Das haben wir jetzt noch gespielt. Wir beide? Ja, das war das Lovers in a Dangerous Space Time? Ja, das war das mit diesem Raumschiff, was man zu zweit... Manchmal denke ich, ich bin schizophren und wach quasi nachts auf und gehe hier arbeiten und weiß das dann nicht mehr. Wie war das? 9 von 10 Stämme in meinem Kopf. Alter, seht ihr das oder was? Ey, hallo, seht ihr das oder was? Aber du bist, Nils. Mal ein bisschen Selbstbewusstsein, ein bisschen Ausstrahlung. Was ist denn los mit dir? Du bist Nils und du... Brauchst du wieder Finger in die Rippen? Fuck. Hör auf, ey, bist du bescheuert oder was? Ich werde von so einem Viech verfolgt, ey. Vielleicht wirst du gar nicht verfolgt. Motherfucker. Vielleicht wirst du gar nicht verfolgt. Shit. Shit, du willst nicht hier mehr der... Shit. Der verfolgt dich doch. Shit. Oh, shit. Ach, du Scheiße. Na gut. Gute. Ja, das war gut. Shit. Fuck. Alter, tut mir leid. Ich wusste echt nicht, dass das jetzt passiert. Oh, Mann. Ich hätte dich da nicht so reinlaufen lassen dürfen. Nils, hier wird nach deinem Umzug gefragt. Wie ist gelaufen? Fürchterlich ist es gelaufen. Original, während wir die Kartons reinschleppen, fällt auf, es ist ein Wasserschaden in dieser Wohnung. Weil der Klempner Scheiße gebaut hat.
Was bedeutet das? Alle Wände werden aufgerissen. Es wird ein Loch in den fucking Boden gehämmert. Es kommen über Wochen Trocknungsföhns von der Größe dieses Roboters, der mich hier tötet, in die Wohnung rein. Das Fenster muss 3 Wochen lang offen bleiben, um das richtig auszulüften. Ich kann da de facto nicht wohnen. Alles, nachdem ich gerade eingezogen bin. Das ist mein fucking Umzug gewesen. Und jetzt werde ich hier verfolgt. Das hatte ich auch. Bei mir wurde der Balkon direkt nach dem Umzug neu gemacht. Und 3 Monate lang letzten Endes hatte ich Arbeiter quasi direkt beim Wohnzimmer rechts raus, waren direkt immer die Arbeiter. Könnte ich mal Hallo sagen. Aber so ist das halt, ne? Man nimmt, was man kriegen kann in Hamburg. Siehst du ja, der hat sich das auch nicht ausgesucht. Oh. Alter, hast du dich gerade durch diese... Boah, quälst du dich einfach durch? Ja, aber dafür bin ich gereinigt. Ja, das war deine erste Begegnung mit einem seltsamen Vieh. Nils, brauchst du Energie? Ich habe noch Feigen. Hast du wirklich noch welche? Das sind noch, doch, sind noch welche. Später, ich bin auch ganz lange hier. Hebel. Ja, ich hörte davon, du bist irgendwie noch den ganzen Abend da. Ja, also wer mich nicht mag, hat heute keinen guten Tag erwischt, denn ich bin bis 12 noch hier. Wir machen später noch 20.15 Uhr bis 0 Uhr gibt es Fallout mit Bob Ross. Da haben wir immer noch die Mission, die Raider da zu vernichten. Und ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Du machst alles richtig. Und von 18 bis 20 Uhr gibt es auch noch irgendein Spiel, bei dem ich eingeplant bin. Huch. Dann bringe ich hier um 23 Uhr noch ein paar Feigen vorbei. Ja, bitte tu das. Und einen Feigenschnaps. Oh, das wird jetzt interessant. Das ist okay, ruhig. Alle bitte mal ein bisschen die Atmo schnuppern, weil das ist sehr schön alles hier. Der Sound erinnert mich an einen der ersten James Bond Filme. Ich weiß nicht warum. Weißt du, wo von den Maschinen hier, oder? Ja. Okay, aber hier kommt jetzt kein Sound. Da kommt nichts mehr. Nee, aber da kommen gleich schöne, interessante Szenen. Wow, das ist das, was dir auffällt? Ja, selbstverständlich. Sag nicht, dir ist das nicht aufgefallen. Das glaube ich dir nicht. Oh, hier gibt's so ich viele hab den Herrenslip, der ist mir aufgefallen. Keep hands clear. Das so undeutlich, weil wir keine 3D-Brille aufhaben oder weil wir gerade geschwächt sind? Genau, Nils wurde ja... Ach ja, jetzt war es wieder der Nils. Wurde ja gerade erwischt. Ja. Und dadurch hat er Energie verloren. Und im Grunde muss er sich so andocken an diesen... Also da sind ja diese komischen kleinen Dinger, wo du deine Hand reintun kannst und dann geht es dir wieder besser. Aber Nils hat bisher keinen gefunden. Da ist wieder so ein Lulatsch hier. Was machst du denn da? Oh, der ist etwas. What are you? Are you blind? It's me, Carl. Carl Semke. Wrangler. Any of this sound familiar to you? I know, actually. Thanks for being so helpful. It's not like I'm knocked out on the floor or anything. Okay, er glaubt, er ist einer der Besatzungsmitglieder dieses Schiffs. Hello, can you hear me? It's me, Carl, calling from the floor. Wait, are you? Human? Shit, did my body give it away? I try hard staying a mystery. Yeah, I'm human. Are you? My name is Simon. Do you know anything about this place? Oh, you knew. That makes us slightly less weird. Look, I'm obviously hurt. If you see anyone else around, just tell them where I am. Okay, ey, das ist ja spooky. So, where are you exactly? Are you for real? I'm right here. See me waiting? Look at my hands. Hey, buddy. Okay. I'm just gonna be, I'm not seeing it. I see a machine, a robot talking. What the hell are you looking at? I'm here. See? Okay. I just didn't expect you to look like that. You're really hung up on appearances, you know that? Okay, das ist jetzt echt krass. Okay, der ist irgendwie übernommen worden und er weiß nicht, dass er diese Maschine jetzt ist. Did you go diving in sewage or something? How did you hurt yourself? Not sure. Blacked out pretty bad. Can't remember how I got here. What do you remember then? I was in the pilot seat, remoting a UH. UH? A universal helper. You know, a robot like these things, but livelier. Anyway, I was just dealing with some heat shields and... That's my last clear memory. You were remote controlling a robot. We do it all the time. Robots are too unaware to deal with some stuff.
Intuition doesn't grow on motherboards, you know. Did you maybe get trapped in the robot somehow? Your mind is pretty tightly wired to the helper, but nah, pretty far-fetched. Listen, I don't want to alarm you, but I think you might be trapped in a robot. I'm telling you, get your eyes checked. I'm right here. I see both my hands, both my feet. When you remote, all you see is like a video feed from the helper unit. Your own body is entirely out of the picture. Find someone who can help. I'm really hurting here. Go get some help. Okay. Die Luft, die ganz offensichtlich vorbei. Ach, das ist ganz interessant, oder? Das ist doch ja, schöne, super, ey, krass. Ein schönes Rätsel. Entschuldigung, ich wollte nur auch, dass ihr das gerade auch so mitkriegt, deswegen habe ich euch... Nein, alles ey, völlig richtig, man muss das, da hat ja auch Atmosphäre das Spiel, das ist... Oh nee. Oh, ich muss das wieder anmachen, scheiße. Lauf! Okay, Buddy. I'm sorry, I think I pulled the wrong lever. Oh, don't sweat it. Just get me a doctor. Shit. Okay, das tut mir leid, dass ich dich gerade gefehlt habe. Das war nicht meine Absicht. Da ist Feierabend, ne? Ja, nee, da musst du zumindest jetzt. Habe ich hier eigentlich hatte ich Licht oder sowas? Das frage ich mich auch die ganze Zeit, aber nein, du hattest, glaube ich, keine Lampe. Ey, dann war der andere Typ, der mich da gerade gepiesackt hat, war das offensichtlich dann auch ein Mensch in Maschinengestalt, der drauf hängen geblieben ist oder was? Ich weiß der nicht. Der gerade rumlief? Ja. Möchtest du was zu essen? Da ist wieder drücken Sie auf ja, Bad Action. Was das ist irgendein Button, das ist komisch übersetzt. Bad Action ist, glaube ich, rot. Nee. Also du kannst auf jeden Fall irgendwann, ich glaube, werfen kannst du zum Beispiel mit L und R, das weiß ich ja noch. Irgendwie loslassen und werfen. Ach, keine Ahnung. Es geht aber, ja. So. Vielleicht hilft Ihnen diese Tasse nicht. Hilft Ihnen vielleicht dieses Messinstrument. Ganz kurz, kannst du mal, ich weiß nämlich wirklich auch nicht nochmal zurückgehen und da schauen, ob da nicht das, diese ganzen Monitore, da muss doch irgendwas von. Also hier war gehen, kein, ne? Keine Hand gerade. Nee, also hast recht, da ist nichts, wirklich nichts. Okay, ich dachte auch nicht. Kein weiterer Hebel oder so. Was ist denn hier mit diesen Dingen? Das wird aufladen, das ist kann auch vielleicht noch steuern. Den nee. Vielleicht? Nee. Der eine ist aber noch online. Nee, also. Aber hier waren ja noch drei andere Türen irgendwie. Also, und da geht noch eine Treppe rauf. Also es gibt hier genug zu entdecken auf jeden Fall. Aber ich würde gern echt mal. Den Roboter mit Benzin übergießen nee, und anzünden. Ich würde gern, dass dieses. Heilungsgerät finden, von dem du mir erzählt hast, dass es existiert. Ja, du erinnerst dich, da vorne hier links, diese, doch, da kannst du dich vielleicht dran erinnern, dass genau, da kannst du irgendwie immer interagieren okay, mit und irgendwie geht's dir danach besser. Ich glaube, einfach nur L oder R drücken. Ne? Sowas. Ach, okay. Ich soll versuchen, euch was rauszukitzeln für den 15.11. Wir müssen hier ja jetzt, einfach nur diabolisches Grinsen einsetzen. Man kann im Grunde dasselbe sagen wie J.J. Abrams zu Star Wars den Theorien. Also wir haben, also er meinte zusammen so, wir haben alles irgendwie gelesen, was Leute theorisieren. Das ist alles falsch. So ähnlich ist es bei uns auch. Okay, habe ich eine ID? Ihr wisst gar nicht, was auf euch zukommt. Also ich auch nicht, aber. Ja, es gibt ja viele, viele Theorien. Und vielleicht ein paar davon haben es schon ungefähr so ein bisschen erahnt. Aber. Ich sag mal so, die sagen, es ist das, sie liegen falsch. Dabei ist es doch so, wer am lautesten schreit, hat recht. Ja, wir können doch ziemlich auf die Schnauze fallen, falls wir jetzt nach all dem Hype dann irgendwie nichts hinkriegen. Mal gucken. So. Ich hoffe, dass der Chat schön begeistert von Soma ist. Das ist nämlich ein ganz tolles Spiel. Check Terminal for Details. Na, du kommst aber nicht rein, ne? Okay, ich bin wirklich unwissend. Aber ich soll den Namen oder ich soll den Begriff Heizungsschalter fallen lassen. Ah, da bin ich der Einzige, der den Running Gag jetzt rafft. Okay. Nein. Ich habe gestern so ein Spiel gespielt,
wo so eine Boden, so eine Dachlukenklappe, ja? Ja. Die konnte man quasi hoch und runter machen. Ja. Und das hat aber funktioniert, indem man so einen komischen Schalter, der irgendwo im Gang war, links und rechts dreht. Für mich war das ein Heizungsschalter. Ach so. Okay. Und ich habe das Spiel gespielt und meinte so, warum soll ich Heizungsschalter hochdrehen? Okay, habe ich gemacht. Und dann hat diese Bodenluke plötzlich den Weg versperrt und ich konnte nicht mehr zu meinem eigenen Spielziel. Und ich bin tierisch aufgeregt. Und ich dachte, wie kann man denn das so bauen? Ja? Und die Leute wollten mich daran erinnern, dass ich, wenn ich den Heizungsschalter wieder rumdrehe, den Heizungsschalter, ja, dass der dann, dass die Bodenluke verschwindet. Okay. Aber weil ich so doof bin, habe ich das nicht gerafft und dachte die ganze Zeit, was wollt ihr mit dem scheiß Heizungsschalter? Und dann haben sie auch nie gesagt, wo der war. Und es war ja auch kein Heizungsschalter. Also insofern, typisches Kommunikationsproblem. Ich würde sagen, Schuld ungefähr 70% Chat, 30% Regie. Ja. Und ich bin total unschuldig. Nee, es war halt ein bisschen so ein Ding. Ne? Finden die Leute gerade lustig, mich daran zu erinnern. Weil ich mich da nämlich mit dem Chat angelegt habe. Okay. Erinnern die einen gerne dran. Ist nicht immer alles eitel Sonnenschein, Leute. So, jetzt aber zurück zum Spiel, bitte. Das ist mir eigentlich viel wichtiger. Okay, da habe ich schon mal die ID. Kann ich das jetzt eigentlich nehmen? Ich glaub's nicht. Nee, das ist. Hier, jetzt hast du eine ID-Nummer. 0722. Ja. Wie ihn noch genau. What the fuck? Did you get the final backup turbos going? Everything is wired evenly. We've hedged our bets as much as we possibly can. So that's it? Enough power to run Pathos 2 until the next apocalypse. We're ready to go. I really hope we didn't mess anything up. I don't want to have to come back here again. Relax, it's over. We're going to Theta. Maybe we should seal more blocks. I don't trust the helpers to let this place run in peace. We've sealed everything. Everything from the barracks to the comm center. If anyone ever sets their foot here again, they're gonna have a hell of a time getting around. Ah! Oh Gott, ey, irgendwas ist hier fürchterlich schiefgelaufen. Es gibt von diesen Kommunikationskanälen immer so einen Puffer-Feedback-Speicher. Also nur so für dich noch, weil du es beim letzten Mal vielleicht nicht mehr weißt. Und deswegen kann man immer diese Kommunikation, die letzten, die Leute hatte, kann man irgendwie sich anhören. Weil man diesen Puffer irgendwie ausliest. Das nur so, jetzt nichts Übersinnliches oder so. Ich finde Rennen in dem Spiel interessant. Ja, das ist eigentlich noch gar nichts. Da kommen echt noch ein paar Sachen. Hast du gesehen, wie der Nils gerade mit dem einen Gegner 0722. Wir können den Chat mal fragen. 0722 meine ich, war das. Super. Ja. Okay. Stromfunktion gesichert, Fabriken versiegelt, Werk läuft weiter, alle überflüssigen Systeme wurden abgeschaltet. Sollte jemand zurückkehren müssen? Nicht vergessen, dass das ist bestimmt für uns wichtig, der Stromflussregler quasi am seidenen Faden hängt. Oh. Wenn der Schalter umgelegt wird, ist es das dann wahrscheinlich gewesen. Okay. Den hat er aber nicht gesendet. Es oh, stimmt, das ist in den Würfen. Würfen. Das ist eh so ein bisschen wie am Anfang, wo wir auch diese ungesendete E-Mail hatten. Braucht man für Spiele mit Bart ein Bart? Oh nein. Guck mal, ich muss da abschalten, wo der Typ lebt. Lebt. Das heißt, der wird Probleme bekommen. Oh, das heißt, ich muss den Typen opfern. Oh ja, doch, ich verstehe, was du meinst. Oh, das tut mir leid. Du meinst der Roboter, gell? Ja, klar. Der Fabrikroboter, ja. Shit. Der denkt, er wäre ein Mensch. Naja, Pech gehabt, ne? Oh, Lager an. An. Okay, zwei Sachen habe ich angemacht. Robotertechnik Carl Samkin. Bist du eigentlich das finde ich gut. Ein Bart ist in jeder Lebenslage von Vorteil. Das ist meine Antwort. Das Problem ist, wenn ich einen Bart will, dann muss ich heute aufhören zu rasieren. Und dann habe ich... Ja, habe ich zur EM nächstes Jahr habe ich einen Bart. Und dann auch nur so einen Fleckenbart. Ja. Ich kenne das, bei mir habe ich auch so Flecken, deswegen bringt das teilweise auch nichts. Aber wenn man lange genug wachsen lässt, aber nee, du hättest hier so Streifen, wo nichts ist. Willst du wieder Streit?
es ist doch nicht schlimm. Es ist doch nicht schlimm, wenn man kein, dafür hat kein Bartwuchs. Ja, ich finde, es ist nicht so schlimm. Ne? Es gibt Schlimmeres. Also. Du sagst, ich hatte keine Taschenlampe. Ganz kurz einmal zu diesem Spiel. Bist du jemand, der so ein Spiel, der sich das alles merken kann, oder hast du auch mal einen Notizblock daneben und dann... Hast du jemals den Chat gelesen, wenn ich irgendwas spiele? Nein, ich kann mir nichts merken, ich vergesse es sofort. Eigentlich, okay. Ich vergesse die Sachen fast genauso schnell, wie ich sie lese. Okay. Aber dank dem Chat kommt man ja später immer noch durch. Aber wenn ich zu Hause spiele, bin ich auch ein bisschen fokussierter. Und dann geht's eigentlich auch. Aber machst du dir keine Notizen? Ja, die meisten Spiele heutzutage, die machen es ja wirklich einfach. Die lassen einen ja meistens immer irgendwas mitnehmen, was dann den Code zum Beispiel dabei hat. Ich habe hier zum Beispiel, es gibt am Anfang ein Rätsel, da kann ich drüber reden, wo Nils auch eine Weile gescheitert ist. Du bist in einem Raum, so ein bisschen wie Escape the Room, ja? Du bist in einem Raum und du kannst halt nichts machen, die Tür geht nicht auf. Ja? Und da ist so eine Scheibe mit einem Riss drin. Und du bist ganz am Anfang, du weißt noch nicht richtig, was du machen kannst im Spiel. Und letzten Endes kannst du da einen Stuhl durchwerfen, durch die Scheibe. Ich habe bestimmt 20 Minuten bin ich in diesem winzigen Raum rumgelaufen und habe immer wieder versucht, was zu machen. Und dann irgendwann denkst du dir, okay, es muss sehr einfach sein. Ich denke zu kompliziert oder bin zu blöd für. Und ich glaube, da sind einige hängen geblieben in dem Raum. Aber das soll, glaube ich, auch so sein. Gedächtnis wie ein Goldfisch, ja. Deswegen mache ich auch sie Monster. Es ist dunkel hier. Ich sehe gerade überhaupt nichts. Jetzt wird man hier gedisst, weil man keinen Bart hat. Ja, aus irgendeinem Grund ist Bart das neue Ding, sag mal. Ach. Ich hab den Hauke gesehen, der lässt sich für Bier jetzt echt gerade so einen Tempel stehen. In 15 Jahren wird man auf diese ganzen Birded Lumberjacks und so zurückgucken, wie heute auf die 80er Jahre Fukuhila. Ich meine, Fukuhila ist schon noch schlimmer als ein Bart. Bei einem Bart kann man, wenn die nicht mega lang wachsen lässt, gar nicht so viel falsch machen. Ich finde, es die Kombination, so Zopf nach hinten, oben zusammengeklemmt und dann noch so ein langen Bart, das ist dann schon, schreit schon so ein bisschen nach Trend. Ich war vorgestern in einem. Ja, also er fängt jetzt auch an, Sachen rumzuwerfen. Ja, das ist man, wenn man frustriert ist, wirft man einfach nur noch. Das kann ich irgendwie nicht nehmen. Nee. Aber hast du nicht da eben was rausgenommen? Ja, aber das ich weiß nicht, wie ich mir das. Ich kann es nicht nutzen. Irgendwie. Ah, es ist aber wichtig, wie du siehst, gell? Die Blackbox. Ja, das ist eine Blackbox. Aber okay. Er will die mir nicht. Er hat die halt in der Hand, aber. Ich war vorgestern in einem Burgerladen in München. Und ich wollte eigentlich rückwärts wieder raus, weil ich bin rein und sämtliche Kellner, die kannst du so in Duden neben Hipster hängen. Also wirklich, das war... Sie würden wahrscheinlich von sich selber behaupten, sie sind keine, aber mehr Hipster geht nicht. Der Burger war okay, aber ich habe mich völlig deplatziert gefühlt. Weil selbst, also die Kellner alle sahen halt von der Stange. Man könnte natürlich auch einfach sagen, wir sind einfach alte, neidische Männer, die nicht klarkommen damit, dass sie keinen Bart wachsen lassen können, dass sie nicht akzeptiert werden. Oder Nils, was ist dein Problem mit Hipstern? Alle meckern immer über Hipster, aber ich meine, eigentlich, komm, die tun ja auch keinem was. Sind eigentlich die Emos. Jeder nach seiner Fasson. Dieser Zeit. Oh mein Gott. Ja, eh. Natürlich verführerisch, dass du irgendwie so die ganzen Boxen und alles anpacken kannst, aber sieht irgendwie trotzdem nichts. Mhm. Man will immer, es sieht alles so wichtig aus, wenn die ganzen Boxen mit Aufschrift und manchmal sind dann ja Sachen tatsächlich auch relevant. Das macht es ein bisschen schwierig. Könntest du Simon mal fragen, ob er Eric the Unready oder Superhero League of Hoboken gespielt hat? Ich kenne die tatsächlich vom Namen, aber beide. Eric the Unready ist, glaube ich, ein altes, ist es ein Adventure, aber ist auf jeden Fall schon älter. Da kann ich mich irgendwie irgendwas erinnern. Aber nie gespielt. Wir haben hier gerade den Xbox Podcast gemacht. Ja. Und es ist absurd, wie viel. Man hat das ja nicht mehr so im Kopf, aber wenn man da eine Liste sieht, okay, das habe ich gespielt, das habe ich gespielt, das habe ich. Teilweise weißt du wirklich nur so grob, du weißt, du hast es gespielt, aber du weißt überhaupt nichts mehr über das Spiel. Du musst dir das wieder so anlesen und dann triggerst du auch so die Erinnerungen, aber. Wie viele Spiele man in seinem Leben schon gespielt hat, ist teilweise... Ist vielleicht in irgendeiner der Boxen was versteckt, was uns weiterhelfen kann? Nein, das würde ich sagen. Im Grunde macht der Nils ja auch gerade jetzt ein bisschen frustriertes Umräumen nur.
Naja, ich meine, hier ist jetzt. Ich dachte, dass ich hier irgendwo noch was interagieren kann, aber kann ich überhaupt nicht. Ja, ich will dich auch nicht von dem Thema weg. Kann ja manchmal sein, aber ich glaube, da war nichts. Ich geh nochmal nach oben. Da war ich nämlich noch gar nicht. Das ist nämlich der erste Schalter. Ah, dafür brauchst du Strom, oder? Nee, ich muss jetzt den abschalten und den da drinnen abschalten, weil ich weiß. Und dann stirbt der andere. Und hier oben ist die Kommunikation. Obwohl, da geht nur die Tür auf. Ja, und ich brauche, ich muss aber. Achso, das geht gar nicht. Das heißt, ich muss erst den Strom machen, dann geht das Ding erst auf, alles klar. Naja gut, das da links ist halt das eine Ding. Das mache ich als zweites. Mhm. Und das andere war doch irgendwie gegenüber. Also eigentlich hätte das in der Tür sein müssen. Ich guck nochmal eben in das Login. Ja, stimmt, du hast recht. Das war links die Tür und direkt weiter oben auf der Map noch. Ich mein also schon, auch. Also nochmal eben jetzt rein. 0722 war es, glaube ich. 0277 oder 02. Okay. Ändern, so. 0277. Okay, wenn es das war, nee. Gut. Oh, aber ich dachte schon, ich bin einfach sehr dumm. Nee, es ist 0722. Ich war mir gerade so sicher. Okay. Da. So, das links ist gerade hoch und die. Da, wo der Typ liegt, oder? Ist das Förderband, ja. Und dann geht das Förderband theoretisch links weiter und dann ist das da oben. Der zweite Teil des Förderbands, aber du kannst eben auch durch den Norden. Also ich muss Osten. Eigentlich jetzt quasi die Tür gerade durch, oder nicht? Wenn die offen ist, ja, dann würde ich das einfach mal machen. Die da hinten muss das sein, die ist offen. Wir sind da wieder beim Goldfischphänomen. Ich meine, ich weiß wie renn ich denn den Überbau, so. Aber ich kann dir nicht wirklich helfen bei den Rätseln. Ach so, renne ich, stimmt. Noch. Aber das muss, hier muss dann irgendwo ein fucking Hebel sein, oder nicht? Nee, nach links, in den Raum noch. Ach, irgendwie. Nee, weißt du was? Nee, ich muss hier vielleicht die Treppe hoch oder sowas. Oder einfach um da, die Ecke. Da ist er doch. Einfach nur um die Ecke. Wo ist der fucking Hebel, ey? Ah, da ist auch wieder so ein. Wir haben das System überlastet. Wenn dieser Hebel betätigt wird, gibt es kein Zurück mehr. Wer ihn zieht, sollte einen triftigen Grund haben. Ja gut, ich habe einen Grund. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier machen soll. Das ist mein Grund. Simon, du bist süß. Kommt das jetzt von dir? Nein. Von Fox. Süß wie eine Feige oder Fox süß wie eine Dattel? 9995. Kann ich mich, guck mal, wenn ich, finde, wenn ich das jetzt hier nutze, ne? Kann ich, ist das mal dann, nutzen? Nee. Dann bewahre ich mir das auch. Ich weiß aber auch nicht genau, wie gesagt, was es einem eigentlich bringt, ja. Entschuldigung. Ja, 5995 ist auch süß. Ich war noch nicht einmal hier oben. War das eine gute Idee? Noch Hebel haben eine sehr zentrale Rolle in eurem Leben, kann das sein? In deren Leben? In deren Leben, die sind Hebelfetischisten. 0735. Ganz komisch. Irgendwann hat es angefangen. Bei Resident Evil kann ich mich erinnern, das war vor 5 Monaten. Aber es kommen auch überraschend viele Hebel in Spielen vor. Seitdem mich der Chat darauf aufmerksam gemacht hat, fällt einem plötzlich wie Schuppen von den Augen, das wie so die Hebelverschwörung. Wirklich. Mhm. Dinge, wo sie einen Knopf hätten machen können, ist ein Hebel. Ich gehe nochmal hier oben gucken, bevor ich wieder runtergehe. Shit, da geht's auch noch weiter, ne? Ich muss erstmal den anderen Hebel, dann komme ich in die Kommunikationszentrale. Und statt Schalter auch hin. Ein Schalter ist ja auch ein Hebel. Auch ein Drehrad ist eigentlich nur ein runder Hebel. Also es ist alles ist irgendwo ein Hebel. Oh! What the fuck? Nein! Hast du die Tür aufgemacht oder warum kommt der plötzlich nicht? Ach, wie du es auch immer schaffst, dich in eine Sackgasse zu manövrieren irgendwie. Oh shit, der sieht dich doch. Nee, gut. So schön es wäre, aber am 15.11. gibt es keine Hebelshow. Hey, doch, es gibt eine große Show mit Carmen Hebel. Willkommen bei Carmen Hebel. Aber jetzt überlege ich schon direkt nach, die Hebelshow. Das wäre toll. Stefan, du hast irgendwie so Entertainment-Maschinen, die du dann mal in der Hebelshow anmachst und dann geht eine Minute Entertainment. Irgendeine Maschine. Das ist die große, bunte Hebelshow. Wir sind alle mit dabei. Er singt lustige Lieder, um seine Angst zu kompensieren. Das mache ich auch immer. Das ist die Angst-Kompensier-Show. Jetzt kannst du aber hin, hä? Geh weg, du Rattengelöt. Bin gespannt, wie weit wir heute noch kommen. Da gibt es noch echt optisches Fest. Wir haben gar keine Zeit mehr. Also ich meine, Nils zeigt uns ja immerhin einfach mal die
das komplette Gebäude. Sehen wir es positiv. Wir haben den Raum, wir haben alle Räume, ja. Können wir jetzt in unseren Träumen nachbauen. So, sorry, Dude, dass ich dir das jetzt antun muss. Ein bisschen was von Life is Strange. Ich muss jetzt eine ganz fiese Entscheidung treffen. Sorry, Dude. Da hast du recht, ne? Oh Mann, der arme Kerl. Ich kann dir noch was spoilern. Also das ist jetzt nur für die Geschichte, die du ja jetzt hinter dir hast. Wenn du ihm... Also du hast ihn ja gefoltert aus Versehen. Ja? Ja. Aber du kannst auch einfach den Hebel zumachen. Und dann ist er ausgeschaltet. Und wenn du ihn wieder anmachst, dann ist für ihn gar keine Zeit vergangen. Also er hat davon gar nichts mitgekriegt sozusagen. Ja? Okay. Also ist ja klar, weil er ja eine Maschine ist in dem Fall. Aber es ist ein interessantes kleines Detail. Oh, der soll bitte mich in Ruhe lassen. Kann er nicht mal woanders jetzt sein? Du musst vor allen Dingen rauskriegen, auf was die immer, auf welche Reize die reagieren. Manche reagieren auf Lautstärke, andere auf Anwesenheit, habe ich das Gefühl. Kann man nicht irgendwie, wenn da so viele Dinge zum Rumwerfen liegen, sie weglocken? Wahrscheinlich geht das auch. Je nachdem, worauf sie reagieren, kannst du ein Licht anmachen oder was werfen. Ist das weg? Ich glaube, der steht da noch rum. Wie lutsche ich nochmal rüber? Man kann doch so lutschen auch. Ja, ja, so um die Ecke gieren. Oh, er kommt! Nee, kannst du nicht sagen. Vielleicht L oder R? Also L1, R1? Nee, gell? Doch. Doch, R. Nils macht mir mehr Angst als der. Ja. Jetzt kommt schon, wir spielen schon ganz gechillt im Hellen. Soll ich noch Musik anmachen? Eigentlich Licht aus? Mikrofon, sag ich schon. Kamera auf Night Vision. So ist es eigentlich auch bei After Dark, aber im Moment haben wir einfach zu viel. Okay, jetzt ist deine Chance, Nils. Ja, jetzt machst du das. Ja, erstmal raus. Er muss nicht in der Tür. Muss ich bei After Dark immer an Dings. Okay. An Quentin Tarantino denken. Also an vom Dusk Till Dawn. Ja. Das Lied. Ja, ja, ich werde... Das ist Selma Hayek Tanz, das heißt ich muss After irgendwie, ich habe da immer die After-Eight-Werbung habe ich in meinem Kopf. Geh da rein. So ist man durch Medien kaputt gemacht worden. Okay, du gehst da rein, ich trau mich jetzt. Okay, du machst das. Einfach nur nicht rennen und ganz schön... Nee, geht das? Du musst den Strom noch umstellen. Nein, hab ich doch. Hast du schon? Bist du sicher? Na, ach so, da an der Terminalsteuerung. Terminal! Also ich bleibe bei meinem, das kenne ich aus anderen Spielen, solche Leute kann man ablenken, solche Monster, indem man irgendwas wirft. Ja, es ist auch, es könnte wirklich funktionieren, aber er läuft ja gerade, Moment, läuft er runter? Nee, er läuft da nur hinten rum. Alles gut, solange deine Sicht noch in Ordnung ist. Komm, du schaffst es doch. Ja. Ja, schnell. Lauf. Zumachen. Vielleicht, ja. Oh. Tschüss, du Ficker. Tschüss. Der arme Kerl, weißt du. Oh, ein Licht, ein neuer Raum. Oh Gott. Da ist er wieder gefangen. Für was Mann, weiß ich, wie lang. Das ist was für Psychospielchen, das hier sind, ey. Jetzt kannst du relaxen. Jetzt ist vieles wieder gechillt. Oh, jetzt gucke ich mir mal die Karte hier an. Oh, wie schön. Das sind also die subterminalen Verbindungen zwischen Europa, Afrika, Atlantische Ozean und Nordamerika. Malen nach Zahlen. Ich glaube, die Nachrichten, ich habe die mir gar nicht durchgelesen, aber die sind, glaube ich, nicht irrelevant. Mann. Du liest vor. Doch, habe ich gelesen. Ja, das Büro wird geschlossen, alle Anwesenden evakuiert. Ich soll dir von hier von allen sagen, dass es eine Ehre war, mit dir und Y zu arbeiten. Gott sei mit dir und viel Glück mit der Apokalypse. Ben. Ben Roethlisberger. Fährst du schuldest mir noch 100 Tacken. Nachricht, Update über die Verteidigungsmaßnahmen. Letzte Anstrengungen der globalen Gemeinschaft, die Kollision doch noch zu vermeiden, sind fehlgeschlagen. Pathos 2 sollte alle möglichen Anstrengungen unternehmen, um sich auf das unvermeidbare Beben nach dem Aufschlag vorzubereiten. Geschätzte Zeit bis zum Aufschlag 5, 13. Aha. Vielleicht handelt es sich eigentlich bis 18 Uhr, korrekt? Ja. Wir sind eigentlich noch durch. 3,5 Minuten. Genau, aber vielleicht hier ist noch, ich glaube, da passiert noch ein bisschen was. Das kriegen wir noch mit. Um einen Meteoriteneinschlag. Wir haben eine Base unter Wasser. Ich lese mal weiter. Mit großem Bedauern muss ich Sie darüber informieren, dass das Büro geschlossen wird und Y und Pathos 2 nicht länger unterstützen kann.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen sagen, Ihre Vorgesetzten Jane Addams und dem Rest des Personals danken. Sie sind wahrlich eine fantastische Gruppe und ich bin mir sicher, dass wir mit Ihnen, egal wo es weitergeht, weiterhin Erfolg haben werden. Also hier haben wir interessante Namen wie also Y und Pathos 2 und Jane Addams, kann man sich auch mal merken. Johnsy, du magst ja die weitaus besseren Überlebenschancen haben, aber wir haben die bessere Aussicht. Salut. Cadiz. Ja, da kommt wahrscheinlich da, wo der Meteor zum Beispiel runterkommt. Oh, Digga, das sieht man hier schön. L'Europe. Europe. Douze Ponts. Atlantic Ocean. Mach mal, weil wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Mach mal, genau. Trigger nochmal die nächste Story-Action. Luma-Link unterbrochen. Angeber erforderlich. Oh nein. Doch, das war. Wir haben uns das doch gemerkt. Achso, jetzt. Nee, es ist einfach nur das hier, nehme ich an, oder? Hier kann man nur kommunizieren mit den verschiedenen. Oh nein, ich Idiot. Entschuldigen Sie bitte. Nein, entschuldigen Sie bitte. 2207 wäre aber auch was gewesen. Aber wir wollen ja mit Y wieder. Korrekt. Ah. Ach nee, du bist. Ja. Okay, wir sind bei Y. Das ist doch gut zu wissen. Nix. Digga, was ist da los? Digga, weißes Rauschen, Digga. So. Oh nee, da ist ja doch was. Kannst du ja einstellen. Erinnert ein bisschen an früher. Ja, wie oft ich so ein altes Atari und dann, genau. Das war noch was, Leute, wo ihr noch das Antennenkabel und dann mit diesem manuellen Drehding einstellen. Ne? Nicht? Hm. Okay, Theater, Standard Theater ist offline. Linkfehler. 404. Ja. Zurück! 220. 3. Mein Spaß im Spiel macht natürlich dann auch dieses langsame sich zusammentragen der Hinweise. Und deswegen finde ich es gut, dass wir uns auch ein bisschen Zeit nehmen. Es gibt auch noch Eye Candy, aber das schaffen wir heute wahrscheinlich nicht mehr. In einer Minute? Ich glaube nicht. Ja, man kann ja eventuell auch immer ein bisschen überziehen, wenn es die Situation ermöglicht. Die folgende Sendung verzögert sich um 10 Minuten. Hey, are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Oh. Simon, was it? Jared, Simon Jared. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Alles. Where do you even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pathos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like staff or field technicians? Only robots, crazy ones. Except for one. I think he said his name was Carl. He was okay, but I'm pretty sure I accidentally killed him by turning off the power. Oh. Well, you know, robots don't feel anything, so. Yeah. Das war's? Nee. No! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. How do I get there? There are sound trains connecting all the sites. Find one and come here. I'll wait for you. Das ist süß. Oh, das sind Geräusche, die man nicht haben will. Nein! Shit, aber wir haben keine Zeit mehr. Ja, das sehen wir. Das gucken wir uns kurz noch an. Wir sind gleich durch. Oder lädt er jetzt schon? Es wäre noch schön, wenn wir kurz noch ein bisschen den Anfang mal so, um zu wissen, was uns noch alles erwartet gleich in der nächsten Runde. Wir spielen es ja bald, oder? Ja. Hast du Bock, oder? Ja. Okay. Deswegen spielen wir es nämlich bei Sea Monster, weil es auch eine Menge unter Wasser gibt. Underwater! What the hell? Hä? Kann ich jetzt atmen? How is das possible? Was kriegst du? This is insane! It's weird. Okay. Okay. Alles klar. Vielleicht kurz noch darüber, aber dann hören wir wirklich auch auf. Das ist eine komische Steuerung.
Ja, es wirkt, als wäre es für Virtual Reality gemacht, für diese beiden, weil man alles so benutzen muss. Ja. Ja, es ist hier eben, kam auch der Hinweis, man sollte das mal mit einer Virtual Reality-Brille spielen. So wie ist es auch gedacht, aber wir haben, und das, so ein Setup für die Brille ist teilweise so ein Hack-Mack für uns hier mit der Regie. Ja. Das ist stellenweise richtig schwierig, das hinzukriegen, dass es gut live funktioniert. Ja, okay, hier machen wir Schluss. Wir sind über der Zeit. Du hast aber, mach mal speichern und beenden. Jetzt geht es nämlich erst richtig los. Jetzt sind wir unter Wasser, können atmen. Und überleben. Weitere, viele offene Fragen. Oh, sowas wühlt mich immer auf, ey. Das ist richtig anstrengend. Weißt du, was ich meine? Das geht auf die Psyche, dieser Scheiß. Ich meine, wenn ihr beide wart hier, Scheinwerfer sind an. Aber wenn man das alleine zeugt in dem Dunkeln, ey, das ist nichts für mich. Es kommen nicht so viele von diesen Begegnungen, wie du befürchtest. Es ist dazwischen immer viel Adventure-Time. Also, solltest du es demnächst spielen, du kannst mich jederzeit anrufen. Ich bin für dich da. Ja, ernsthaft? Ja. Allein, also ich meine, Simon ist zum Glück auch da, aber allein würde ich das nicht durchstehen. Ja, aber ich gehe auch nicht ran. Ruf mich an. Was hältst du davon, wenn du mal spielst? Ja. Hast du jetzt gerade die einfach, du gehst dann raus, ich spiele mit Ralf weiter, oder was? Nein, ich meine einfach nur, dass auch Ralf mal in den Genuss kommt, wie sich das anfühlt. Das fände ich gut. Sehr ich gerne. After Dark mit dir, mit irgendeinem neuen Spiel, was darauf ausgelegt ist, Angst zu machen, und davon gibt es viele. Warum nicht? Ja. Jetzt kannst du auch nicht mehr zurück, ne? Nein, da bin ich bereit. So werden die Shows bei Rocket Beans und gemacht. Und bei so einem Spiel wie Soma geht es jetzt ja auch nicht dann darum. Dann machen wir es uns gemütlich. Ich bringe ein paar Feigen mit. Was Leckeres zu trinken. Aber wir dunkeln Feigen, ab. Feigen Schnaps dann bitte. Feigen Schnaps, wir dunkeln ab. Natürlich dunkeln wir ab. Ja. Damit niemand sieht, was wir reden zu viel. Antun. Wir müssen nämlich aufhören, weil die nächste Sendung geht los. Vielen Dank fürs Zusehen. Der ganze Abend heute noch wird toll. Denkt dran, 20.15 Uhr gibt es Fallout 4 mit Bob Ross. Bis später.